Ein 400 Jahre altes Gebäude zu sanieren, das klingt nicht nur aufwendig und schwierig, sondern das ist es auch. Und genau vor dieser großen Herausforderung standen und stehen die Verantwortlichen der Stadtgemeinde und Architekt Michael Ecker im Zusammenhang mit der Erweiterung des Museums Kitzbühel. Probleme unter anderem mit dem Dachstuhl haben die Arbeiten extrem erschwert. Trotzdem hat das Museum bereits geöffnet und wird auch den ganzen Sommer hindurch offen haben. Und man hält auch am Fertigstellungstermin der Bauarbeiten mit Dezember diesen Jahres fest. Die Erweiterung bringt dem Museum 350 zusätzliche Quadratmeter und nicht zuletzt eine neue Erschließung mittels eines Liftes, der jetzt also beispielsweise gehbehinderten Personen einen guten Zugang zum Museum ermöglicht, nämlich zu allen Räumen in allen Geschossen, in beiden Gebäudeteilen. Architekt Michael Ecker zeigt und erläutert uns ein paar der wichtigsten Bereiche der Museumserweiterung, beginnend mit dem Entree, dem Eingang. Das ist der Bereich, wo die neue Anmeldung, Kasse, aber auch das Kaffeeausgabe wird da stattfinden. Und wir werden hier in dem Bereich hinten eine alte Tür, die sich auf der Außenfassade bereits darstellt, wieder aufbrechen, sodass wir auch die Vorderseite außen nutzen können für den Kaffeebereich. Ich freue mich auf zwei Räume ganz besonders in diesem neuen Museum, nämlich auf das Entree, das also eine Begegnungszone werden soll, wo man sich entsprechend angenehm aufhalten kann, ohne dass man jetzt gleich Eintritt zahlt. Und zweitens auf den Vortragsraum, der eigentlich multifunktional ist, der nicht nur Vorträge ermöglichen soll, sondern auch Veranstaltungen aller Art. Und auch auf die perfekte harmonische Verbindung zwischen Altbestand und Erweiterungsbau wurde sehr viel Wert gelegt. Da sieht man bereits sehr schön wieder den Lift, die Verbindungsbrücke, die also den alten Teil und den neuen Teil verbindet. Hier wird sehr schön sichtbar, warum wir die Konstruktion eines Glasliftes gewählt haben, weil dadurch eine Blickachse von der Hinterstadt bis direkt zu den Südbergen möglich ist. Das Museum wird also auch technisch auf den neuesten Stand gebracht. Immerhin haben wir 12,5 Kilometer Kabel verlegt. Aber wir haben natürlich auch sehr positive Überraschungen im Zuge der Restaurierung erlebt. Zum Beispiel haben wir hier ein sehr großes Deckenstück wieder freigelegt und es ist die alte Deckenbemalung wieder sichtbar geworden. Wir befinden uns jetzt im Dachgeschoss und das Konzept der Blickachsen wird auch hier fortgesetzt. Diese Öffnung war bis ins späte 18. Jahrhundert eine Einbringöffnung für einen Lastenaufzug und wir haben einfach diese Öffnung an und für sich belassen, einfach nur verglast, sodass wir den Blick in die Hinterstadt frei haben. Museumsdirektor Vido Sieberer freut sich sehr, mit dieser Erweiterung auch neue Flächen für Sonderausstellungen zu bekommen, was den Museumsbesuch insbesondere auch für alle Kitzbühlerinnen und Kitzbühler immer und immer wieder aufs Neue attraktiv macht. Ja, wir haben jetzt mit diesen neuen Flächen die Möglichkeit, dass wir mehr Sonderausstellungen machen bzw. mehr Flächen für immer wieder was Neues bringen. Das heißt, es wird mehr Wechsel geben. Und die Aussage, dass man sagt, man hat das eh schon einmal gesehen vor 10 Jahren und das ist immer das Gleiche, die stimmt dann einfach noch weniger, als sie bisher gestimmt hat.